Christoph Büchel oder der Versuch, Widersprüche zu vereinen. Das Geburtshoroskop von Christoph Büchel zeigt sehr klar Erfolg und Berühmtheit an. Für diese atypische Jungfrau vom 9. September 1966, 14.15 Uhr in Basel, mit dem Aszendenten im Zeichen Schütze. Ein erster Widerspruch, denn die zwei Seelen in dieser Künstlerbrust bestehen aus typischen Jungfrau-Eigenschaften, Bescheidenheit, Zurückhaltung, Vernunft, Skepsis, den Hang zum analytischen Denken, zur Ordnung und dem Sinn für Details dieses Erdzeichens. Demgegenüber das Feuerzeichen Schütze, großzügig, draufgängerisch, Reisen und neue Horizonte liebend, mit einem ausgeprägten Sinn für philosophisches Denken und Synthese. Ein starker und ambivalenter Charakter, der nicht immer ohne Schwierigkeiten den Widerspruch zwischen der Extravertiertheit und dem Erfolgsstreben des Schützen mit der bescheidenen Zurückhaltung der Jungfrau vereinen muss. Mit vier Planeten in der Jungfrau und im Sektor der Ideen, darunter der Uranus, der Rebelle, zeigt sich die Bedeutung der Ideen und der Analyse, der Hang zu Neuem, zu Innovation und eine äußerst originelle Kreativität, die sich unter anderem auch auf Architektur und Skulptur beziehen könnte. Der zweite Powerplanet in diesem Quartett ist Pluto, der hier ein Talent für Manipulation symbolisiert und einen gewissen Machthunger, aber auch einen Willen, Dinge zu reformieren, ganz neue Wege zu gehen, die Materie neu zu formen. Dazu kommt der Sinn für Abstraktion, für klare Konzepte und für die Sprache und die Kapazität, dass er sich im Abstrakten genauso wohl fühlt wie im Konkreten. Aber beide Sternzeichen haben etwas gemeinsam, die Liebe zur Unabhängigkeit. Der Schütze-Aszendent ist auch ein Symbol für das ewig Jugendliche, das Puer Eternus. Oft sehen Menschen mit dieser Schütze-Jungfrau-Mischung auch im späteren Alter jung aus, wie zum Beispiel Michael Jackson, sein Kollege Prince oder Gérard Philippe, der französische Schauspieler. Oft sind diese Menschen jugendlich frech und provozierend, haben aber Sinn für Humor und sind manchmal Spielernaturen. Sie werfen gern Traditionen über den Haufen, lehnen das Establishment ab. Ähnlich wie die volkstümliche Weisheit zum Thema Ehe. Wer drin ist, möchte gerne wieder raus und wer draußen ist, möchte gerne hinein in die Ehe. Insgesamt ein richtiger Einzelgänger. Noch ein Punkt. Meine Hypothese lautet, dass unser Künstler von einem vorhergehenden Leben sein Talent für Kunst geerbt hat. Das ist sein Karma. Und jetzt die Bilanz. Eine vielschichtige Persönlichkeit, zerrissen durch diese widersprüchlichen Tendenzen, die ihn zu einem Freigeist, einen Freidenker geformt haben, der extreme Widersprüche miteinander versöhnen will, über sich selbst hinauswächst, nicht nur durch Abstraktion, sondern auch durch seine Suche nach Universalität. Möglich sogar, dass sein großes Ziel der universelle Frieden ist, la paix universelle. Und jetzt die Perspektiven für die Zukunft von Christoph Büchel. Derzeit signalisiert Jupiter, der Glücksplanet, schöne Erfolge, schon um den 9. Juni. Und Christoph Büchel steht Mitte Juni vor einer wichtigen Wahl, die künstlerisch und privat Entscheidungen bringt. Komplikationen speziell um den 21. Juni. Und ab November 2015 beginnt eine Glücksphase, vielleicht mit Reisen oder Ausland verbunden, die bis März 2016 schöne Resultate verspricht. Schon im Februar 2016 steht er wieder im Rampenlicht und kommt einen großen Schritt weiter. Der Juli 2016 wird eine echte Erntezeit. Und schon ab Frühjahr und bis 2018 führt ein positiver Pluto zu einem Wandlungsprozess, der einen einschneidenden Neuanfang und eine unerwartete Entfaltung einleitet. Ein Einfluss, der praktisch einmalig im Leben ist. Bonne chance à Christoph Büchel. C'est moi, Elisabeth Tessier.